Ja, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier in diesem Rahmen die Gelegenheit habe, über die Agentur für disruptive Innovation in Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien vorzutragen. Wir stehen im Koalitionsvertrag drin, auch mit dem Arbeitstitel ADIC, an dem sich eventuell noch was ändern wird, aber zumindest stehen wir mit der gesamten Agentur da drin und das kam so. Das BMVG und BMI haben gemeinsam festgestellt, so wie viele andere auch, dass die Angriffe in Cybersicherheit immer mehr zunehmen und dass wir dort dringend was tun müssen und zwar so schnell wie möglich, damit wir da mithalten können und auf die Angriffe auch entsprechend reagieren können. Gleichzeitig ist es eben so, dass wir aber doch, wenn es um Cybersicherheit geht, immer noch entweder den Blick Richtung Westen oder Richtung Osten richten und dass wir noch weit davon entfernt sind, eine nationale Innovationsführerschaft eben in dem Bereich hier in Deutschland entwickelt zu haben. Daher ist das auch das Ziel, das ebenfalls im Koalitionsvertrag steht, uns dort zu stärken und es zu erreichen, dass auch Deutschland dort eine Innovationsführerschaft erhält. Jetzt ist die Frage, wie wir das erreichen wollen und warum es bisher uns noch nicht gelungen ist. Einer der Gründe ist mit Sicherheit, dass wir, obwohl wir exzellente Köpfe in Deutschland haben, die sich in diesem Fachgebiet auskennen, die Ideen aus der Wirtschaft und Wissenschaft und bei Einzelpersonen und Startups nicht koordiniert bekommen, beziehungsweise dass wir da einen Bedarf sehen, dass dort noch mehr Austausch stattfinden muss. Des Weiteren geht es auch darum, warum schaut man gen Westen oder zur DARPA, wenn es um Innovation geht in diesem Bereich. Der Hintergrund ist, dass dort ein anderes Denken vorherrscht und dass dort auch eine größere Risikofreude besteht. Während es in Deutschland noch so ist, dass man sich scheut, ein Risiko einzugehen, auch das Risiko, dass ich Geld in Anführungsstrichen verbrenne, weil ich versuche, etwas zu erforschen und es dann eben im Endeffekt doch nicht so weit kommt, dass man da einen Prototypen oder Ähnliches draus entwickelt bekommt. Genau da soll die Agentur ansetzen. Also wir suchen ganz gezielt das Risiko. Es ist sogar so, dass wir so weit gehen, dass wir eigentlich als Ziel sehen, dass 80-90% dessen, was wir dort erforschen, dann im Endeffekt doch nicht zum Ziel führt. Aber auch die Erkenntnis, dass etwas nicht geht, ist etwas, was durchaus Geld wert ist. Denn auch das bringt mich ja weiter. Und insofern wollen wir eben auch dieses Ziel erreichen durch die Agentur, die dieses Jahr noch gegründet werden soll. Und wir wollen da auch neue Wege beschreiten, also die Innovationspartnerschaften suchen. Wir wollen dort Ideenwettbewerbe auch noch dieses Jahr starten. Es geht eben darum, dass man auch dort in dem Bereich mehr wagt. Die Instrumente sind vorhanden, sie werden nur nicht ausreichend genutzt. Auch das ist eine Frage der Risikofreude, dass man auch dort sich einfach mit Neuerungen noch schwer tut. Aber auch dort wollen wir ansetzen. Es geht auch darum, dass die ADIC in der Grundlagenforschung tätig ist, also ganz am Anfang eine Idee ansetzen will und dort die Idee dann, wenn es zum Erfolg führt, bis zum Prototypen weiterverfolgt, um es dann abzugeben an die Institute und an die Bereiche, die das dann weiterentwickeln und weiter voranbringen können. Es geht auch darum, dass wir in der ADIC die größtmögliche wissenschaftliche und auch unternehmerische Freiheit brauchen, um überhaupt disruptive Innovationen oder Sprunginnovationen erreichen zu können, braucht man diese Freiheiten und nicht diese Begrenzungen, die es zum Teil noch gibt. Die unternehmerische Freiheit wollen wir auch dadurch gewährleisten, dass es eine GmbH werden soll. Das hat sogar mittlerweile auch der Bundesrechnungshof so gesehen. Und insofern sind wir da schon dankbar, dass offensichtlich diese Idee, dass sich etwas tut und dass man auch gewisse Risiken eingehen muss, tatsächlich überall auch schon verbreitet sind. Wir wollen, dass die Netzwerke insbesondere genutzt werden und sich auch bilden. Deshalb geht es auch darum in der Agentur, dass wir dort Leute brauchen, nicht nur in der Leitung und bei den Direktoren, sondern auch bei den Programmmanagern und den Leuten, die tatsächlich die Programme durchführen. Das müssen Leute sein, die auch gut vernetzt sind, die wissen, wohin sie ein Programm geben, damit es dort entsprechend weiterverfolgt wird, die ganz eng dran sind an dem Thema. Und die dort auch dafür sorgen, dass die Dinge mitverfolgt werden, die aber auch den Überblick haben und sagen können, das bringt uns nicht weiter, hier müssen wir das Projekt abbrechen.
Und es soll auch fachliche Sponsoren oder nicht fachliche Sponsoren geben, aber ein Programmcontroller, der dann natürlich auch aus dem Bereich kommen muss, der das Ganze mitplottet und da dann entscheiden kann, jetzt ist abzubrechen oder nein, das wollen wir weiterverfolgen. Es geht auch darum, dass wir eben schnell reagieren müssen. Deshalb wollen wir dieses Jahr noch gründen. Es soll auch dieses Jahr noch in den Haushaltsausschuss gehen und ins Kabinett. Wir werden das zusammen ins Kabinett bringen mit dem BMBF. Das BMBF macht gemeinsam mit dem BMWI eine Agentur, die sich auch mit Innovationen beschäftigt, mit Sprunginnovationen. Und wir haben ein gemeinsames Strategiepapier entwickelt, das dort ein Dach drüber bildet, inwiefern wir gemeinsam dieses Thema Sprunginnovationen verfolgen können. Es ist eben auch so, werden wir gefragt, wie grenzen Sie sich ab von anderen Bereichen, die es auch schon gibt, die sich auch mit Innovationen beschäftigen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, sich abzugrenzen von anderen, sondern eben gerade Schnittstellen zu sehen und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Also darum, dass man eben sagt, wir müssen schauen, in welchem Bereich wer ansetzt und wann es in den anderen Bereich übergeht. Also wir sehen andere bestehende Institutionen eher als entweder Auftraggeber oder aber auch als Auftragnehmer. Das bedeutet also, dass wir einfach schauen müssen, wer verfolgt die Idee dann weiter oder wer ist da am geeignetsten für. Das ist auch das Ziel gemeinsam mit dem BMBF, die eher die zivile Seite abdecken der Sprunginnovationen, während wir halt sagen, wir haben den Fokus auf die innere und äußere Sicherheit, wollen das natürlich ressortübergreifend machen und in der Cybersicherheit muss man sicherlich schauen, wie weit man da überhaupt etwas abgrenzen kann. Also ich glaube, wenn man die Cybersicherheit erhöht, dann hat es für alle großen Nutzen. Es ist nicht nur allein militärisch zu sehen oder die innere Sicherheit betreffend, sondern sicherlich auch der zivile Bereich stets mitgemeint. Und man weiß ja am Anfang einer Forschung auch nie genau, wofür ist sie gut. Wie man bei der DARPA gesehen hat, die fangen an mit militärischen Bedarfen und mit militärischen Ideen und im Endeffekt kommen dann Dinge dabei raus, die für alle Bereiche sinnvoll sind und den Alltag bereichern können. Insofern haben wir auch die große Hoffnung, dass dies auch bei der Mini-DARPA, der ADIC, passieren könnte. Dass wir also tatsächlich, wenn wir Dinge erforschen und dort gute Ideen haben, man am Anfang noch nicht weiß, wo geht die Reise hin und wo endet nachher die Idee oder wer kann sie wie verwerten. Aber man muss es eben wagen, überhaupt erstmal anzusetzen und zu sagen, wir wollen überhaupt erstmal eine Idee weiter voranbringen und natürlich weiß ich am Anfang noch nicht, wo die Reise hinführt und ob diese Idee tatsächlich dann auch zielführend ist, aber eben diesen Ansatz zu verfolgen, während es ansonsten in Deutschland ja immer eher kein Risiko eingehen, wenn ich Geld für etwas ausgebe, dann muss ich auch nachher etwas in der Hand haben, da muss auch etwas dabei rumkommen. Insofern, aber wenn wir das große Ziel, die Technologiesouveränität tatsächlich erreichen wollen, muss man da auch risikofreudig sein. Und insofern bin ich da sehr froh und dankbar, dass mittlerweile viele diese Erfahrung gemacht haben und wir sogar aus dem parlamentarischen Bereich schon Rückkopplungen bekommen haben, von denen man es nicht erwarten würde, die tatsächlich diese Idee mitverfolgen und sich dessen bewusst sind, dass im Thema Cybersicherheit und Innovation neue Wege beschritten werden müssen und man da auch durchaus risikofreudig sein muss. Und insofern bin ich dankbar dafür, wenn wir hier weiterhin Kontakt halten können, den Austausch, den Regen beibehalten können und auch weiter die Unterstützung finden, die wir schon erhalten haben. Vielen Dank. Applaus